Theaterluft geatmet. Sie nutzt die Musik, den Tanz und das Theater, um sich auszudrücken, aber vor allem um die vielschichtige Theaterpädagogik, um andere zu lehren, ihre Perspektive zu wechseln, Bedürfnisse auszudrücken und die eigene Persönlichkeit zu finden. Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ihr Name ist Juliane Sturm. Die junge Dame sitzt hier hinter rechts. Ich hole dich dann auf die Bühne. Hast noch ein bisschen Zeit. Mit der Auszeichnung des Kulturpreises Poing würdigen wir heute Ihr kulturelles Engagement, vor allem in unserer Gemeinde. Wir ehren eine Persönlichkeit, die durch künstlerisches Wirken das Leben unserer Gemeinde belebt und prägt. Juliane Sturm ist wie ein großer Blumenstrauß mit einer wundervoll bunten Zusammenschau an Interessen, Neugier, Talentvielfalt und kreativer Energie. Ich selbst bin tief beeindruckt, was sie als Künstlerin antreibt und sie in ihren Produktionen zum Wirken bringt. Ein sehr treffendes Zitat zu ihrer eigenen Arbeit lautet: Mir geht es darum, etwas im Inneren zu bewegen, etwas, das bleibt. Diejenigen, die bisher das Glück hatten, mit ihr zusammenzuarbeiten bzw. an ihren Projekten mitzuwirken, spüren sicher nachhaltig, was damit gemeint ist. Allen anderen kann man das nur wünschen. Der Kulturpreis Poing 2022 ist unsere öffentliche Wertschätzung an eine ganz besondere Künstlerin in Poing, die Auszeichnung für ihre kreative, künstlerische Arbeit, die Anerkennung für sie als Künstlerin und Mensch mit ihrer ganz eigenen, offenen und authentischen Art. Geboren sind sie, Juliane Sturm, 1980 in Dresden, damals noch Teil der DDR. Ihr Vater war technischer Leiter der Dresdner Staatsoper, ihre Mutter Maskenbildnerin, sodass sie schon als Kleinkind sehr viel Zeit im Orchestergraben verbracht haben. Ihr Vater flüchtete Anfang der 80er Jahre nach Westdeutschland und strandete, so ihr eigener Ausdruck, hier in den Werkstätten der Münchner Staatsoper, also genau hier in diesem Ort, wo heute der Preis verliehen wird. Ein Jahr später kamen ihre Mutter und sie offiziell nach, sodass sie seit 1984 fest in Poing verwurzelt sind. Schon früh zeigten sich die kreativen Gene. Ihre ersten Ballettstunden erhielten sie im Keller der Annie-Pickert-Schule. Das erste Mal auf der Bühne standen sie in der Turnhalle der Karl-Sittler-Grundschule. Die Eltern sind vom Wunsch der Tochter, Tänzerin zu werden, zunächst wenig begeistert und hätten sich gewünscht, dass sie etwas Ordentliches lernen möge, ließen sie aber ziehen, um ihre eigenen Wege zu finden. So begannen sie, Juliane Sturm, 1997 die Ausbildung zur Tänzerin an der Iwanson-Schule für zeitgenössischen Tanz in München und tanzten sich die nächsten 11 Jahre im Zickzack durch diverse Theater, Veranstaltungen und Shows, davon lange am Bell Aqua Theater in Wasserburg, wo sie auch unterrichteten. 2003 begannen sie parallel dazu ein Studium zur Kulturmanagerin, um für die wachsende Familie ein wirtschaftlich sichereres Standbein zu schaffen. Der künstlerische Fokus verlagerte sich hinter die Bühne und sie organisierten Festivals, Theaterkonzerte, Lesungen und die Einkunst. Was nach einiger Zeit fehlte, das waren die Bretter der Welt, das eigene kreative Schaffen, sodass sie sich dazu entschlossen, neben der Erziehung von inzwischen 3 Kindern noch eine Ausbildung zur Theaterpädagogin sowie zur Resilienztrainerin zu absolvieren. Ein Pensum, was an sich schon beeindruckt, durch ihre Freude an der Arbeit mit Menschen aber erst vollkommen verstanden wird. Seit nunmehr 10 Jahren arbeiten sie freiberuflich, seit 2016 zudem auch angestellt bei der Kinderland Plus GmbH. Mit ihrem breiten Erfahrungsschatz entwickeln sie Theaterprojekte für alle Zielgruppen, szenische Lesungen, Ferienangebote, aber auch Fortbildungen und Workshops für Pädagogen und Lehrkräfte. Mit viel Charme, Inspiration und Einfühlungsvermögen haben sie insbesondere mit unzähligen Poinger Kindern an Theaterprojekten in Schulen gearbeitet. Allen voran das Schattentheater, viele szenische Lesungen und das Resilienzprojekt Starke Kinder. Hierbei steht im Vordergrund, den Kindern ihre eigenen Stärken zu vermitteln und ihre bunte Welt voll von positiven, aber auch negativen Erfahrungen nicht als Gefahr oder Belastung zu sehen, sondern als Herausforderung, der sie mit Herz, Verstand und Selbstvertrauen begegnen können. Damit die Kinder ganzheitliche Projekte erleben, wird unter anderem getanzt, gesungen, gebastelt, gemalt und geschauspielert. Während der Pandemiezeit haben sie das Projekt Carlo und Juliane ins Leben gerufen.
Die Stoffrimmhandpuppe Carlo, die wir vorhin in dem Film gesehen haben, erläuterte in 6 kleinen Videos, was in der Welt passiert und unterstützte die Kinder mit Ideen, Mut und Zuversicht. Ihr Engagement richtet sich hier in Poing erfolgreich vor allem an Kinder und junge Menschen. Sie verfolgt mit ihrem kulturellen Schaffen einen kunstpädagogischen Zweck und stärken nicht nur junge Menschen nachhaltig von innen heraus. Mit szenischen Lesungen waren sie auch in Poing bei der Langen Nacht der Literatur und beim Maustüröffnertag vertreten. Eine wichtige Botschaft ihrer künstlerischen Tätigkeit ist generell die Erfahrungen der eigenen Wirksamkeit. Jeder jeden Alters kann auf seine Weise kreativ werden. Sie gibt mit ihren Projekten Menschen die Möglichkeit, sich neu zu entdecken, wahrzunehmen und die eigene Persönlichkeit zu stärken. Neben all der Projektarbeit haben sie, wen wundert es nun, nach 13 Jahren wieder angefangen zu tanzen, nur für sich, um Körper und Seele zusammenzuhalten, aufzutanken und neue kreative Ideen zu generieren. Liebe Juliane Sturm, dafür wünschen wir Ihnen persönlich alles Gute. Für Ihre wunderbare Arbeit möchten wir uns bei Ihnen mit unserem Kulturpreis bedanken. Darf ich dich jetzt zu mir auf die Bühne bitten, liebe Juliane? Kreativen Projekten. Sie ermutigen Menschen, sich mit ihrem Innersten auseinanderzusetzen. Sie inspirieren mit ihren künstlerisch-pädagogischen Projekten Menschen aller Altersklassen, vermitteln Stärke und Authentizität. Mit dem heutigen Preis möchten wir Danke sagen. Mir ist es wirklich eine Ehre, liebe Juliane, dich mit dem Kulturpreis Poing 2022 auszuzeichnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal, einen kräftigen Applaus von allen. Zunächst einmal diese Urkunde verleihen. Dankeschön. Und dann, das ist auch, wie gesagt, das ist nicht so sperrig, da findest du in der Wohnung oder in eurem schönen Haus. Sicher passt auch farblich, zumindest zur Fassade. Findest sicher einen tollen Platz, das ist so, das ist das Preisding und natürlich, zum Kriegst du natürlich. Ja? So. Genau, und noch einen Blumenstrauß. Also nochmal einen großen Applaus für alle. Sie war ein bisschen aufgeregt und jetzt hast du das Wort. Bitte. Also ich bin sehr gerührt. Ich muss mich ganz kurz sammeln. auf meiner Karte steht Mist. Das ist das letzte Wort. Jetzt ist es tatsächlich passiert und es freut mich wirklich sehr. Und als ich aber erfahren habe, dass ich hier eine Rede halten muss, und ich habe schon befürchtet, dass das hier passiert, dachte ich, gebe ich den Preis doch lieber zurück. ja, eigentlich sollte man meinen, ich habe überhaupt gar kein Problem, auf der Bühne zu stehen. Und das stimmt auch. Ich habe kein Problem, auf der Bühne zu stehen, wenn es nicht um mich geht, sondern normalerweise spiele ich eine Rolle und ich denke mir immer, wenn dem Publikum das nicht gefällt, dann muss es an der Rolle liegen und nicht an mir. Aber gut, heute geht es um mich und es ehrt mich wirklich sehr und ich hätte auch nicht gedacht, dass so viele Tränen fließen, aber es ist einfach so schön, für seine Arbeit so wertgeschätzt zu werden und deswegen stehe ich hier oben und möchte mich bedanken. Und zwar zuallererst bei der Gemeinde Poing, dass sie diesen Preis vergibt. Denn es gibt einfach Poinger Künstler und Künstlerinnen die Möglichkeit, sichtbar zu werden. Und gerade nach Corona ist es, glaube ich, total wichtig, dass man uns wieder sieht, weil wir doch sehr eingeengt waren. Und genau, und vor allem finde ich es ganz toll, dass die Gemeinde Poing das macht und viele weitere Gemeinden könnten sich da eine Scheibe abschneiden. Es hat einen Applaus verdient. Der Kinderland Plus GmbH danken, vor allem den Herrn Matzner, der heute leider, glaube ich, nicht da ist.
Erwachsene hat mir vor ganz vielen Jahren die Möglichkeit gegeben, beim Kinderland tätig zu werden und hat mir somit viele, viele, viele Kinder anvertraut. Und ich habe über viele Jahre hinweg mich ausprobieren können und weiterentwickeln können. Und das war einfach ganz, ganz großartig. Und ich wäre nicht da mit meiner Arbeit, wo ich jetzt bin, wenn das Kinderland nicht gewesen wäre. Und das hat auch einen Applaus verdient. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Pohinger Schulen, bei der Grundschule am Bergfeld, wo ich heute Morgen noch ein Schattentheaterprojekt zu Ende geführt habe, bei der Grundschule in der Karl-Sittler-Straße und auch beim Sonderpädagogischen Förderzentrum in der Seerosenstraße. Ich bin unfassbar dankbar, dass ihr mir jedes Jahr aufs Neue eure Schüler und Schülerinnen anvertraut. Es macht mir viel Spaß und ich hoffe, wir werden noch ganz viele weitere Projekte zusammen machen. Und schön, dass ihr heute da seid. Dankeschön. Möchte ich auch der Gemeindebücherei in Pohing aussprechen, die mir immer wieder eine Bühne gegeben hat, um meine szenischen Lesungen auszuprobieren. Das Tolle war, dass die Gemeindebücherei unermüdlich mich weiterempfohlen hat, sodass ich ganz ohne Werbung weit über den Landkreis hinaus inzwischen lesen darf. Und das finde ich sehr großartig. Dankeschön. Ja, dann möchte ich meiner Familie danken. Preisträgerin mit mir, das können wir auch machen, oder? Ja.
Die Jury haben aber was ganz Besonderes. Ich glaube, das sind die Zweiten. Und zwar ist es, es gibt im Poing, in der Städtefreundschaft Poing Cottage einen Freundschaftspark mit einem Olivenbaumhain, initiiert von meinem Vorgänger, vom Altbürgermeister Engel. Und das erste Olivenöl aus Cottage hat heuer mein Amtskollege zum Neujahrsempfang uns mitgebracht. Und das gibt es, kann man nicht kaufen. Aber ihr kriegt jetzt als Jurymitglied dieses kostbare, wertvolle Olivenöl, das auch gebrandet ist mit dem Freundschaftslogo. Ganz herzlich natürlich bei den Werkstätten der Bayerischen Staatsoper, dem Leiter Peter Hofer, der ist heute entschuldigt, und seinen Mitarbeitern, die hier sich um die Lichttechnik und die Technik gekümmert haben. Unserem Armin Rösel, der heute nicht als Pressevertreter da ist, sondern als DJ. Lieber Armin, herzlichen Dank. Der Susi Mander und den Mitarbeitern fürs Catering, den Mitarbeitern unseres Baubetriebs und den Damen der Öffentlichkeitsarbeit für die tolle Organisation der Veranstaltung. Ich möchte diesmal wirklich namentlich nennen. Das ist die Ulla Kleb, die Kerstin Bando hier, das ist die Patricia Müller und auch die Müller Brobeck. Warum nenne ich die namentlich? Die haben das heuer perfekt super vorbereitet. Die, wer das vielleicht weiß, die Frau Nadel, unsere Kulturbeauftragte, war länger ja krank, ist aber jetzt wieder im Dienst, ist wieder genesen. Aber die hat jetzt lange Zeit pausiert und wir haben überlegt, verschieben wir den Preis. Ich habe gesagt, nein, ich will das machen, ich kann den ja nicht irgendwann, ich kann ja nicht warten, bis eine Person wieder zu mir geht. Ihr habt das super gemacht, einen großen Applaus an euch. Und Ihnen danke natürlich allen für Ihr Kommen. Also nochmal mit dem Hinweis, ich kürze mit der Kulturpreis 2023 ausgeschrieben und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen unterhaltsamen Abend. Es gibt gleich ein kleines Catering, es gibt was zu trinken, wir werden musikalisch begleitet von Ami, nutzt es die Zeit, ein bisschen Smalltalk, ein bisschen Ketogesser. Viel Spaß noch und einen schönen Abend. Danke.